Die Bundesregierung hat den von Gesundheitsminister Spahn angekündigten Gesetzentwurf zur Verbesserung der Personalsituation in der Pflege verabschiedet. Allein in der Altenpflege sollen 13.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden, bezahlt von der gesetzlichen Krankenversicherung. Kritiker halten die Pläne für nicht ausreichend. Außerdem müsse der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden. Spahn selbst bezifferte die Zahl der benötigten Pflegekräfte auf 50.000.